Am 11. Mai 2016 wurde das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk im Chemiepark Mahl offiziell in Betrieb genommen. Chemieindustrie ist eine Schlüsselindustrie, ich sag mal, für Deutschland. Wir reden über 450.000 Beschäftigte. Wir reden alleine in Nordrhein-Westfalen über 100.000 Beschäftigte. Und wir reden hier im Chemiepark selbst über rund 10.000 Beschäftigte. Diese Anlage ist ein tolles Beispiel, wie man eben auch in Zeiten von Energiewende wirklich auch in einer partnerschaftlich orientierten Zusammenarbeit zeigen kann. Energiewende funktioniert in Deutschland, funktioniert in Europa bei solchen Partnerlösungen. Nach nur zweijähriger Bauzeit ersetzt der Neubau nun ein altes Kohlekraftwerk. Durch seine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie wird das Kraftwerk pro Jahr rund 280.000 Tonnen CO2 einsparen. Dies entspricht dem jährlichen Verbrauch von rund 30.000 Menschen. Ein Brennstoffnutzungsgrad von 89% macht all das möglich. Finanzierung und Umsetzung des zukunftsweisenden Baus erfolgten durch E.ON. Evonik betreibt die Anlage. Die Partner wurden mit dem GUD-Kraftwerk für ihren Beitrag zum Klimaschutz von der Klimaexpo NRW ausgezeichnet. Kundenlösungen, gemeinsame Partnerschaften, wie wir sie hier heute einweihen, sind das A und O für uns in dieser zukünftigen Welt. Dieses, was wir Kundenlösungen nennen, aufzubauen, das ist das, was für uns als E.ON neben dem Netzgeschäft, das ja sehr groß ist bei uns, demnächst entscheidend ist. Die offizielle Inbetriebnahme traf auf großes Interesse bei Vertretern von Politik und Wirtschaft. Mit dem Neubau stellen die Partner die wirtschaftliche und umweltschonende Energieversorgung des Chemieparks Mahl sicher. Evonik Industries. Kraft für Neues.